So, hey Leute, Diamina hier. Ich wollte mal mein erstes kleines Tutorial machen. Und zwar wollte ich eine simple Farbkorrektur-Tutorial machen, wo man im Prinzip diese graue und verwaschene Farbe von Clips halt entfernt, die MW2 und MW3 Clips häufig haben. Ja, dazu geht ihr erstmal, ja, dann geht ihr erstmal auf Neu und dann Einstellungsebene oder Ebene Neu, Einstellungsebene. Die könnt ihr so nennen, wie ihr wollt. So, dann geht ihr rüber und wenn ihr die deutsche Version habt von After Effects, schreibt ihr Tonwertkorrektur rein und tut das auf der Ebene. Da ich die englische Version habe, schreibe ich Levels rein und tu das auf die Einstellungsebene. So, dann seht ihr schon mal, dass ihr so ein Histogramm habt und das zeigt im Prinzip an, was für Farben auf dem Clip sind. Und diese graue oder diese kleine Flächen, wo keine Hügelchen sind, ist alles, was so grau ist auf dem Clip. Also gehen wir erstmal auf Rot und ziehen diese kleinen Hebelchen immer bis dahin, wo die Hügel anfangen. Jeweils links und rechts immer. Immer bis diese Hügelchen anfangen. Und das macht ihr für Rot, Grün und Blau. Immer so rüberziehen, bis diese kleinen Hügelchen anfangen. Und damit macht ihr im Prinzip das ganze Graue weg. So könnt ihr sehen, wie es vorher und nachher aussah. Meiner Meinung nach ist es jetzt ein bisschen zu blau, also zieht ihr diesen einen Hebel ganz bisschen so rüber, bis es komplett neutral wieder ist. Ja, damit könnt ihr jetzt sehen, im Prinzip sind diese ganze graue, verwaschene Farbe jetzt weg und was das jetzt gebracht hat, ist, es hat die ganze natürliche Farbe von dem Clip nach vorne gebracht. Ja, was ihr noch dazu tun könnt, ist Scharfzeichner oder Sharpen, wenn ihr die englische Version habt. Und da könnt ihr einfach einen Wert von 5 bis 10 eingeben. Das macht den ganzen Clip einfach ein bisschen schärfer und sieht dann ein bisschen besser aus. Ja, so sah es vorher aus und sieht es jetzt aus. Bringt einfach die ganze natürliche Farbe nach vorne. Das ist immer die Grundlage für meine Farbkorrekturen. Das ist immer, was ich als allererstes mache. Und von da aus baue ich dann meine richtige Farbkorrektur drauf auf. Ja, ich hoffe,